Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Meditalk mit Dr. Hans-Joachim Peterson. Heute geht es um das Thema Kopfschmerz. Warum ist das Thema so wichtig? Es betrifft viele Menschen, Kopfschmerzen haben viele Menschen und es ist einfach, einen Kopfschmerz mit einem Schmerzmittel zu unterdrücken und dadurch arbeitsfähig zu bleiben. Dafür braucht man im Idealfall gar keinen Arzt, da können Sie auch in die Apotheke laufen, sich ein Schmerzmittel holen. Das kann man beliebig oft wiederholen, aber irgendwann gibt es Nebenwirkungen. Und deswegen könnte man sich auch mal fragen, wo kommen denn die Kopfschmerzen her? Welche Ursachen haben Kopfschmerzen? Und wenn man das weiter verfolgt, zum Beispiel mit Ihrem Hausarzt zusammen, dann erstellen wir sogenannte Hitlisten der Ursachen. Das heißt, das, was häufig Kopfschmerzen auslöst, kommt an die erste Stelle. Und das, was auch Kopfschmerzen auslösen kann, aber eher selten ist, kommt ans Ende der Hitliste. Wodurch wird die Hitliste angeführt? An erster Stelle mit weitem Abstand Flüssigkeitsmangel. Das heißt schlicht und einfach, Sie trinken zu wenig. Ein gesunder, erwachsener Mensch sollte mindestens 2 Liter Wasser pro Tag trinken. Vergisst er das oder weil er keinen Durst hat, trinkt einfach insgesamt zu wenig, dann sind Kopfschmerzen sehr schnell die Folge. Warum? Weil das Volumen im System fehlt und die Gefäße sich zusammenziehen, Spastiken entstehen, also Krämpfe, und dadurch ein gefäßbedingter Kopfschmerz ausgelöst werden kann. An zweiter Stelle der Ursachen steht in unserer Hitliste schon der Bewegungsapparat, das heißt die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, die in direkter Folge den Kopfschmerz auslösen kann, wird auf vielfältige Weise geschädigt. Zum Beispiel in Form eines Sturzes oder zum Beispiel in Form eines Schleudertraumas. Und obwohl wir anatomisch die Wirbelsäule mit 7 Halswirbelsäulen definieren, ist es aber so, dass im weiteren Verlauf auch aus der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule Störungen oder Schmerzen fortgeleitet nach oben Kopfschmerzen auslösen können. Dazu muss der kundige Arzt, möglicherweise der Manualtherapeut oder Osteopath, kann nicht umhinkommen, segmental die Wirbelsäule komplett zu untersuchen. Das heißt, er wird den Patienten von der Lendenwirbelsäule aus bis zu den Kopfgelenken systematisch untersuchen, um die Biomechanik der einzelnen Facettengelenke zu beurteilen auf ihre Ursache in Bezug auf den Kopfschmerz. Um das etwas zu veranschaulichen, darf ich mir erlauben, Ihnen das mal etwas näher zu zeigen. Die Wirbelsäule, von der Lendenwirbelsäule ausgehend über die Brustwirbelsäule, ist aus vielen Segmenten zusammengesetzt, in der Halswirbelsäule anatomisch 7 Segmente. Und wenn so ein Schleudertrauma zum Beispiel auftritt, wird der Kopf im Peitschenphänomen nach vorne geschleudert. Das ist oft gar nicht das große Problem, sondern der Rückschlag dann gegen die Kopfstütze ist dann das auslösende Element, was dann eine Blockierung in einzelnen Wirbelkörpern, Facettengelenken oder auch in den Rippengelenken zur Folge hat. Und daraus entsteht dann der Kopfschmerz. Insofern untersuchen wir segmental die Beweglichkeit der einzelnen Etagen, Stück für Stück, und schauen, welches Segment spielt bei der Bewegung mit, in welchem Segment sind Störungen oder wo sind gar Blockierungen aufgetreten. Wenn wir diese Blockierungen finden als auslösende Ursache, dann wird diese Blockierung durch eine Manipulationstechnik im Rahmen der Osteopathie wieder funktionsfähig gemacht. Wir sprechen von reversiblen, also rückführbaren Störungen der Bewegung. Und wenn die Beweglichkeit wieder frei ist, dann ist in aller Regel die Ursache für den ausgelösten Kopfschmerz auch beseitigt. Manchmal spielt auch die Muskulatur eine Rolle. Wenn man nicht direkt erkennt, dass so eine Blockierung schuld ist, dann kann sein, dass durch die Blockierung die Nerven irritiert werden. Und die Nerven geben Impulse in die Muskulatur ständig und ohne Pause. Der Folge ist, die Muskulatur verkrampft einseitig und zieht wie ein derbes Gummiband am Hinterhaupt. Sozusagen durch die Verspannung wird der Kopf in eine Rückführung gebracht und auch das kann Kopfschmerz auslösen. Dem kundigen Arzt ist das zugänglich durch die Untersuchung der Muskulaturstruktur, des Muskeltonus, also der Spannung der Muskulatur, und auch über die Akupunkturpunkte, über die Triggerpunkte im Bereich des Hinterhauptes sind diese diagnostischen Möglichkeiten hilfreich, um den Kopfschmerz als Folge von Störungen im Bereich der Wirbelsäule zu entlarven. An dritter Stelle kann Kopfschmerz zum Beispiel entstehen durch einen seitlichen Schlag, den man erfährt.
Das heißt, das Kopfgelenk kann einen Schlag erhalten und die Wirbelsäule bleibt stehen und der Kopf versetzt sich praktisch bildlich gegenüber der Wirbelsäule. Dazu haben wir hier ein kleines Modell von einem vergrößerten Kopfgelenk. Sie alle wissen, da gibt es diesen Zapfen des zweiten Wirbelkörpers, der in dem Wirbelkörper des ersten Wirbelkörpers sich frei drehen kann. Und wenn jetzt nun ein Schlag von der Seite auf den Kopf erfolgt, dann kann hier eine Versetzung auftreten. Wir sprechen von einem Offset, einer Blockierung praktisch in dem Segment C1, C2, mit der Folge, dass die Durchblutung zum Gehirn eingeschränkt wird, also abgedrosselt werden kann und natürlich auch Nerven irritiert werden können, die sowohl über die Verspannung der Muskeln als auch direkt durch Schädigung des Nerven Kopfschmerzen auslösen können. Der kundige Arzt wird das schnell herausfinden und kann durch eine gezielte Behandlung der Kopfgelenke die Biomechanik wieder normalisieren und damit die Ursache des Kopfschmerzes dauerhaft beseitigen. An vierter Stelle der Ursachen können auch hormonelle Probleme sozusagen ein Auslöser sein. Dazu kommt man nicht umhin, mal Blut abzunehmen und im Hormonsystem nachzuschauen, ob Hormonstörungen Grundlage sind für Kopfschmerzen. Sie kennen das vielleicht im Bereich der Menstruation bei Frauen, dass im Vorfeld und auch im Nachfeld Kopfschmerzen auftreten können aufgrund von Hormonschwankungen. An fünfter Stelle kann man zum Beispiel auch Kopfschmerzen haben durch toxische Phänomene, also Vergiftungsphänomene. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal verdorbene Speise aus Versehen zu sich genommen haben. Sie haben Durchfall und Sie haben plötzlich bakterielle oder Virusbelastungen im Bereich des Darms und begleitend treten Kopfschmerzen auf. Wenn so etwas als Pilz zum Beispiel im System nachgewiesen wird oder durch zum Beispiel Umbaumaßnahmen in Ihrem Haus bei einer Renovierung Sie über längere Zeit Kontakt mit Toxinen hatten, mit Giftstoffen, dann kann die Folge Kopfschmerz sein und die Beseitigung der Toxine, die Entgiftung des Körpers, die Entlastung von den Toxinen, die kann dann hilfreich sein bei der Beseitigung der Ursache von Kopfschmerz. Das gilt übrigens auch bei der dauerhaften Implantation, dem Einbau von Materialien in den Körper, wenn man sie nicht vor dem Einbau auf Verträglichkeit testet. Wo kommt das vor? Zum Beispiel, wenn man eine künstliche Hüfte einbaut. Titan ist nicht immer hypoallergen, also löst wenig Allergien aus. Es gibt Menschen, die reagieren auf diese Materialien. Noch wichtiger ist es bei der Zahnheilkunde. Aus dem Grunde legen wir großen Wert auf eine ganzheitliche Zahnheilkunde, bei der alle Materialien, bevor sie in den Menschen eingebaut werden, auf Verträglichkeit getestet werden. Der Kleber, die Narkosespritze, der Zement, die Legierung. Auch Gold ist nicht immer als reines Material eingebaut, sondern es sind oft Legierungen, bei denen die Legierungsstoffe Unverträglichkeiten auslösen. Und vieles mehr, zum Beispiel Zirkon, Palladium oder auch Keramik. Insofern ist eine Testung vor dem Einbau sinnvoll und im schlimmsten Fall, wenn ein dauerhafter Kopfschmerz resultiert aufgrund von unverträglichem eingebautem Material im Kopfbereich, muss man sogar mal an eine Entfernung denken. Der sechste Grund für die Entstehung von Kopfschmerz in dieser Reihenfolge können elektromagnetische Phänomene sein. In einer meiner vorigen Sendungen habe ich über das Thema schon mal gesprochen. Es geht um Elektrosmog. Wenn Sie ständig und viel das Telefon als mobiles Telefon ab Kopf nutzen, also als Handy oder als schnurloses Telefon im häuslichen Bereich oder sich WLAN-Strahlungen exponieren, dann kann daraus Kopfschmerz entstehen, vor allem umso mehr Sie elektrosensibel sind. Das muss der kundige Umweltmediziner herausfinden und kann mit Ihnen Konzepte erarbeiten, wie Sie diesen Umweltbelastungen ausweichen können und wie Sie sinnvoll mit Ihrem Handy umgehen, ohne dass solche Kopfschmerzen entstehen können. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Nur, dass Sie wissen, wenn Kopfschmerzen chronisch auftreten, ist es sinnvoller, mal darüber sich Gedanken zu machen, als das Symptom mit einem Kopfschmerzmittel zu beseitigen. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Anregungen aus meinen Darstellungen entnehmen. Wenn Sie Interesse haben, wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Ich würde mich freuen, wenn Sie Kommentare zu dem, was Sie gehört haben, geben. Wenn Sie uns gut finden, finde ich schön, wenn Sie uns das auch wissen lassen. Und ich freue mich wieder auf Sie beim nächsten Meditalk mit Dr. Hans-Joachim Peterson.